Für uns ist es eine ganz große Freude, unsere Lieblingsstücke zu kombinieren. Egal, ob es auch ein Stevie Wonder ist oder andere Stücke, unglaublich gut komponierte Stücke. Und es sind wirklich unsere Lieblingsstücke und für uns ganz große Passion. Corona heißt für uns keine Konzerte. Das gibt uns aber endlich die Gelegenheit, ein CD-Projekt zu verwirklichen, von dem wir schon lange träumen. Es war für uns ein riesiger Spaß, das aufzunehmen. Und wir hoffen sehr, dass sich der Spaß überträgt auf alle Zuhörer. Die Noten zum St. Louis Blues haben wir United Airlines zu verdanken. Die haben es auf unserer letzten USA-Tournee geschafft, meinen Koffer komplett zu verlieren. Ich musste mich komplett neu einkleiden und Utensilien besorgen, Notenständer kaufen. Und da lag in der Abteilung Streichquartett Unterhaltung der St. Louis Blues. Und so fand der seinen Weg auf die CD. Den haben wir da ausprobiert und einfach super Stück. Was kommt auf eine CD? Normalerweise Stücke aus dem Konzertprogramm. Es gibt aber tolle Werke, die man im Konzert nicht spielt. Zu kurz, zu krass in klassischer Umgebung. Auf dieser CD kann man sie hören.